Hallöchen, meine lieben Freunde. Es ist mal wieder soweit. Heute ist Samstag und somit ist Hörspielzeit. Heute gibt es wieder ein neues Hörspiel von der Kakerlakenparty. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Anrufe aus der vergangenen Woche noch einmal komplett zusammengefasst, nur eben ohne meine Einsprecher. Ich wünsche euch viel Spaß und jede Menge Vergnügen mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ja, bitteschön. Mit wem spreche ich denn da? Ja, hallo. Guten Tag, Mandy Brandt, Gewinnspielservice zur Wende. Herr Maximilian Schwengel, bin ich da richtig? Ja. Schön, dass ich gleich erreiche. Sie hatten sich im Internet angemeldet gehabt am 24.06. um 14.50 Uhr und Sie haben einen Gutschein gewonnen von Trendtours, dem Reiseveranstalter, im Wert von 300 Euro. Die Unterlagen bekommen Sie nach Hause geschickt in den nächsten 10 bis 14 Tagen und dafür würde ich nur noch die Adresse mit aufnehmen. Wie lautet denn die Straße? Braunschweiger Straße 77. Und die Postleitzahl? 12055 Berlin. Und Ihr Geburtsdatum? Das ist der 17.07.92. Die Telefonnummer wurde ja mitgesendet. Genau, also wie gesagt, 10 bis 14 Tage sind die Unterlagen dann bei Ihnen. Und der Ort war jetzt? Ach, Berlin. Berlin. Okay. Und ein wenig Glück hatten wir allerdings noch zusätzlich bei uns. Sie waren nämlich unter diesen ersten 180, die den Gutschein gewonnen haben. Weil für die ersten 180 haben wir noch eine schöne Bonusrunde, die will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Die nennt sich Premium-Tipp 49 Pro und geht am 15. August nämlich auch erst los. Und hier nehmen Sie dann zum einen jede Woche Samstag und jede Woche Mittwoch mit 119 computeroptimierten Tipp rein, inklusive 10-mal dem Spiel 77 und 10-mal Super 6 am Spiel um den großen Lotto-Jackpot-Teil. Das heißt, Sie verpassen hier keine Ziehung und spielen jede Woche mit bildlich gesehen 20 ausgefüllten Lottoscheinen. Also sprich 238 Tipps die Woche und das in unserer kleinen Gemeinschaft von nur 180 Teilnehmern. Und zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit, mit der Premium-Card pro Sparprogramm Punkte zu sammeln. Sie erhalten für jeden gespielten Monat 725 Bonuspunkte und Sie sparen nur noch im Internet bei über 6000 Unternehmen bis zu 25% Rabatt. Ne? Also von Mediamarkt über Saturn, aber auch ATU, Baumärkte, eBay, Amazon ist für jeden was mit dabei, kann natürlich die ganze Familie auch mitbenutzen. Läuft dann so lang, wie das Gewinnspiel läuft. Beim Rentenlotto sind Sie auch noch mit dabei, Herr Schwengel. Und das Gewinnspiel, das wie gesagt, geht dann auch im August erst los. Sie selber brauchen nichts zu machen. Es läuft alles automatisch. Da haben Sie dann jede Woche Samstag und jede Woche Mittwoch 10 Lottoscheine für 2,41 Euro pro Ziehung. Normalerweise kostet Ihr Einschein schon 16, 17 Euro bei 12 Tipps. Und hier haben Sie 20 Lottoscheine die Woche, also viel mehr Gewinnchancen. Das sind nämlich bildlich gesehen 80 Lottoscheine im Monat für 59,50. Und mit dieser doppelten Treffergarantie kann man gar nicht leer ausgehen. Sie haben definitiv viermal die Woche einen Treffer. Und Sie bekommen das Ganze von uns, Herr Schwengel, in Originalunterlagen auch nochmal nach Hause in den nächsten 10 bis 14 Tagen. Und ich nehme mir für Ihren eigenen persönlichen Tipp dafür nur nochmal 6 Zahlen auf, die dann jeden Samstag mit dabei wären, in den Unterlagen auch mit drinstehen. So ganz spontan 6 Zahlen, Herr Schwengel. Kriegen Sie ein paar zusammen oder wollen wir den Zufallsgenerator nehmen? Was meinen Sie? Von wo bis wo dürfen die Zahlen gehen? 1 bis 49, wie beim Lotto. Ach so, dann nehme ich die 3. Ja. 12. 5. Ja. 48. Ja, und eine noch. Ach nee, jetzt haben wir jetzt 4. 4. 15. Ja, und eine noch. Die 0. Nee, das geht nicht. 1 bis 49. Na, dann nehmen wir die 2. Okay, also die stehen dann in den Unterlagen mit drin. Es kann sein, dass morgen nur nochmal ein Qualitätsanruf kommt. Das wäre nur nochmal eine Zusammenfassung. Wie sind Sie denn morgen telefonisch erreichbar? Besser vormittags oder nachmittags? Da bin ich gar nicht erreichbar. Okay, dann am Montag? Nee, auch nicht. Ach du, sagen Sie eine Uhrzeit oder einen Tag. Muss ich mal gucken, wann ich wieder da bin. Warten Sie, ich mache mir mal den Kalender aus. Ja. Am 1. Februar 23 bin ich wieder da. Sie wollen wohl verreisen längere Zeit, Herr Schwengel. Ja, ich hau ab, solange wie hier der Krieg ist. Und da hauen wir hier ab aus Deutschland. Ich kann auch eine Handynummer aufnehmen. Mhm. Sagen Sie mal. Ach so,
Ja, warten Sie, ich kann ja dann auch die Rufnummer einfach weiterleiten. Das wäre ja dann noch einfacher. Dann leite ich die Rufnummer einfach aufs Handy weiter, wenn das morgen Okay. sein muss oder so. Ja, okay. Also 10 bis Ja. 14 Tage sind die Unterlagen dann bei Ihnen und einmal im Monat, Herr Schwengel, bekommen Sie dann natürlich nochmal eine schriftliche Gewinnabrechnung nach Hause. Sie müssen jetzt nicht selber gucken, welche Zahlen gewonnen haben. Die bekommen Sie immer ganz bequem im Postkasten, einmal im Monat. Und die Geldgewinne, die werden dann So, aber immer das kann ich ja nicht automatisch. sehen, denn kann man das Korrekt. irgendwie auch, kann man das dann auch ins Ausland schicken? Tja, wir haben ja denn, ach so, das ist ja kein Umzug, dass Sie kommen ja dann wieder. Ja. Hm. Also es liegt im Postkasten. Haben Sie nicht jemanden, der den Postkasten leert? Den können Sie doch dann anrufen, oder? Ja, aber nur alle 2 Monate wahrscheinlich. Also wie gesagt, geht ja nur 3 Monate, danach können Sie ja selbst entscheiden. Ja, Ach also so. liegt auf jeden Fall im Postkasten und die Geldgewinne werden immer automatisch einmal im Monat, wie gesagt, aufs Konto gebucht und der Monatsbetrag, die 59,50, die brauchen Sie auch nicht zu überweisen. Die werden dann immer abgebucht werden Ende des Monats, ne? Also Ende Juli, Ende August, Ende September, immer der letzte Tag im Monat. Und die Unterlagen bleiben ja bei Ihnen. Das heißt, ich nehme die Bankverbindung hier mit auf und die steht dann in den Unterlagen mit drin, Herr Schwengel. Mit welcher Bank arbeiten Sie denn zusammen? Das ist die Spaßkasse, aber ich habe die Daten gerade nicht im Kopf. Haben Sie die Kontonummer noch? Kriegen Sie noch zusammen, die Kurze? Haben Sie nicht irgendwas da, eine Karte oder Kontoauszug oder so? Ich guck mal am Handy, ob ich da gerade was finde, ob ich mir Ja. das da abgespeichert habe, aber nee, habe ich nicht. Oder Online-Banking oder so? Nee, für das Konto habe ich kein Online-Banking. Sind Sie nicht zu Hause? Können Sie nicht mal nachgucken? Ja, ich sitze gerade auf dem Töpfchen. Ach so. Was mich so ein bisschen wundert, ist, Sie sagen, Sie wohnen in Berlin, ja? Aber das ist ja eine ganz andere Vorwahl hier von der Telefonnummer. Ja, Internettelefonie. Aber das hat ja jetzt nichts mit der Vorwahl zu tun. Nö, aber kann man ja weiterleiten, oder? Aha, Sie sitzen. Nee. 03. Nee, ist aber nicht. Also die Nummer ja, aber ich bin nicht. Aha, okay. Also ohne Bankverbindung kann ich es nicht rausschicken, Herr Schwengel. Was machen wir jetzt? Dass wir noch mal ein paar Minuten anrufen? Alles klar. Tschüss. Ja. Was denn? Hallo, schönen guten Tag, Herr Steinberger, ja? Hm. Naja, Herr Stark ist am Apparat und ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen heute? Alles in Ordnung? Warum wollen Sie das wissen? Ich rufe Sie ja von einer Anlage, weil das ist eine nette Frage. Ich habe Ihnen gefragt, wie geht es Ihnen heute? Das ist nicht etwas Schlimmste, ich denke. Ja, Sie rufen an von einer Anlage und fragen mich, wie es mir geht. Aha, Ja, ich ich rufe weiß Sie nicht, an was Sie von von mir wollen. einer Anlageberatungsfirma und ich würde gerne mit Ihnen die neue Gelegenheit und die neue Bewegung, das hat schon passiert, mit Finanzmarkt Ihnen zu erklären. Aha. Sind Sie schon vertraut mit diesem Thema, ja? Ich weiß ja nicht mal, welches Thema. Mit Finanzmarkt, Onlinehandel. Ach so, ja. Ja. Ja, es geht über Kryptos, Bitcoin, Gold, Palladium und so weiter. Haben Sie schon probiert, Online-Profite zu generieren mit diesen Instrumenten vielleicht? Ich wüsste jetzt nicht, warum ich diese Information mit Ihnen teilen sollte. Wir werden Ihnen zu erklären, was hat schon passiert mit Finanzmarkt, mit Amazona. Sie wissen, was ist Amazona, ja? Der Amazonas ist das ein Plus, ja? Ja, Amazona, jetzt der Stock von Amazona sind in zwei Teile geteilt. Das heißt, Sie können die Stock von Amazona mehr billig zu kaufen. Aber die Wert ist die gleiche. Und wir werden Ihnen zu erklären, wie können Sie das machen, ganz gut in die richtige Weg. Aha. Aber Herr Steinfeger, haben Sie schon probiert bis jetzt? Ich habe Ihnen gefragt, Online-Profite zu generieren oder Sie haben niemals probiert? Na, darauf habe ich Ihnen doch jetzt bereits so eine Antwort gegeben, oder nicht? Ich habe gesagt, das geht Ihnen nichts an. Ja, natürlich, natürlich, ich mache das, aber ich mache das nicht alleine, weil ich rufe Sie als Signalgeber. Unsere Finanzexpertin, unsere ECM-Broker werden Ihnen zu erklären, Schritt für Schritt, warum es geht, okay? Und wozu brauche ich das? Sie brauchen oder Sie brauchen nicht, ich weiß es nicht, aber natürlich Sie brauchen das, Herr Steinfeger. Welcher Mann braucht nicht, Online-Profite zu generieren, Herr Steinfeger? Was sagen Sie? Und wenn gibt diese Gelegenheit, diese gute Gelegenheit mit dem Stoff von Amazon,
probieren Sie nicht etwas Neues zu machen. Ja, warum sollte ich denn? Ah, okay, wie Sie wollen. Das ist natürlich komplett Ihre Entscheidung, aber Sie haben niemals probiert, bis jetzt online Profite zu generieren. Ja, Sie klingen ja nicht so gut. Ja oder nein? Sie haben keine Erfahrung bis jetzt gemacht. Herr Steinfeger, ich habe Ihnen zweimal die gleiche Frage gemacht. Haben Sie schon probiert, Online-Profite zu generieren? Oder Sie haben keine Erfahrung bis jetzt? Ja, ich habe Ihnen ja schon zweimal mitgeteilt, was meine Antwort dazu ist, oder nicht? Was eine Erfahrung haben Sie gemacht mit Finanzmarkt? Haben Sie schon Geld profitiert? Ja, das geht Sie doch nichts an. Ja, natürlich, ich muss wissen, mit wem habe ich zu tun. Ich muss ein paar Informationen bei Ihnen zu nehmen. Haben Sie das gemacht oder nicht? Ich erzählen, mit wem ich zu tun habe, weil ich weiß ja nicht mal, von welcher Firma Sie kommen. Ja, vom Trading Academy. Wir sind schon gestartet Partner mit investing.eu. Investing ist schon lizenziert und reguliert in 14 verschiedenen Ländern, überall Europa. Und wir sind auch lizenziert unter BaFin. Wenn Sie werden zu schauen, mit wem haben Sie zu tun, gehen Sie bei die Plattform, dass wir Geschäftspartner sind, schreiben Sie an investing.eu und schauen Sie mit Ihren Augen, was eine Firma wir sind. Okay? Eine Trading-Firma, so wie es aussieht. Ja, Investing. Schreiben Sie bei Ihrem Computer an investing.eu. Ja, das sagten Sie ja bereits. Wie bitte? Das sagten Sie ja bereits. Ja, ich habe Ihnen gesagt. Können Sie jetzt bei Ihrem Computer gehen, schreiben Sie investing.eu, weil Sie haben mir gefragt, was eine Firma wir sind. Und ich habe die Antworten Ihnen gegeben. Jetzt so, kommen so und Sie, was eine Firma wir sind. Mhm. Investing.eu. Sie sind bei Google jetzt, ja? Wozu? Ja, okay. Sie benutzen einen Computer. Also Ihre Fragen machen irgendwie gar keinen Sinn. Besonders seriös klingen Sie auf jeden Fall nicht. Oh mein Gott. Herr Steinfeger, ich kann Ihnen sehr, aber sehr nicht verstehen. Ich frage Ihnen etwas, Sie sind sehr langsam. Sie antworten vielleicht, Sie denken 100 Mal, dann als Sie antworten, aber mir gefällt das. Mhm. Okay, Herr Steinfeger, gehen Sie bei Ihrem Computer. Bestimmt, Sie haben Ihren Computer. So ein bisschen langsam ist. Sie wiederholen 10 Mal Ihre komische Domain und ich bin jetzt schon nach dem ersten Mal drauf. Wie? Sie verstehen mir nicht? Weil es ja eigentlich langsam ist. Okay. Ja, jetzt, ich werde es mir langsam zum Reden. Ich sage Ihnen, gehen Sie bei Ihrem Computer, schreiben Sie an investing.eu. Sie wiederholen sich gerne, oder? Oder ich buchstabiere für und Sie. Zuhören tun ja. Sie auch nicht so gerne. Kann das sein? Oder funktioniert das mit dem Denken nicht? Ja, ich denke ja, sehr genau, viel. Ich denke aber mit Sie, ich kann nicht denken. Mit Sie, ich kann das nicht heißt denken. Mit Ihnen, nicht mit Sie. Ja, mit Ihnen, ja. Herr Steinfeger, ich würde gerne Ihnen natürlich mit unseren Finanzen-Experten zu verbinden. Sie erklären Ihnen Schritt für Schritt, was eine Firma wir sind. Aber ich habe nicht die Fragen, ich habe nicht keine Antworten genommen. Ich habe Ihnen gesagt, haben Sie schon Investitionen gemacht bis jetzt? Haben Sie schon Erfahrung gemacht mit Finanzmarkt? Kommt da jetzt auch noch irgendwas Sinnvolles oder wiederholen Sie eigentlich immer wieder die gleiche Frage und immer wieder Ihre Domain? Was ist eigentlich Ihr Ziel? Ja, natürlich, ich werde das wissen. Haben Sie das schon gemacht oder nicht? Was? Haben Sie schon probiert, Online-Profite zu generieren mit Forex, mit Bitcoin, mit Aktien? Ich muss wissen, wissen Sie das, wie funktioniert Finanzmarkt oder nicht? Weil viele Leute haben letzte Erfahrung gemacht mit Finanzmarkt, mit betrüger Firma. Deswegen, ich würde wissen, so, also mit haben einer Firma Sie mit dieser wie Firma ihre. Zu tun? Ja, ja nein, genau. Mit unserer Firma als Grund. Das kann nicht sein, Herr Steinfeger. Deswegen, ich sage Ihnen, Sie können alles mit Ihren Augen zuschauen.
Und wissen Sie das? Das, was Sie haben gesagt, ist nicht erlaubt, okay? Was ist nicht erlaubt? Wenn Sie haben mir gesagt, als Ihre Firma, das ist nicht erlaubt, was haben Sie gesagt, okay? Sie haben keine Rechte, das zu sagen. Wozu habe ich keine Rechte? Ja, Sie haben Rechte. Wer hat das gesagt? Sie haben doch gerade gesagt, ich habe keine Rechte. Ja, Sie haben keine Rechte, das zu sagen. Ja, was denn? Ja, was denn? Wieso sagen Sie das? Ich haben weiß Sie mit nicht, was Sie meinen. Haben Sie bevor mit unserer Firma gearbeitet? Nein, Sie wissen, was machen wir. Ich wüsste jetzt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Irgendwie ergibt das alles keinen Sinn, was Sie oh da so von sich Gott. Geben. Ja, wie gesagt, Sie brauchen mich oh ja nicht Gott nennen. Gott. Das Herr Steinfeger reicht völlig aus. Okay, mich ja jetzt okay, nicht auf eine ich habe keinen Kopf, ja, mit Ihnen zu reden. Das merke ich, dass Sie keinen ja, Kopf haben. Das da ist ganz schön, ja, ganz ja, wenig ja. drin. Ja, okay, Herr Scham. Können wir bei unserem Thema... Das heißt Herr Steinfeger, nicht Herr Schorn. ...zum Reden, ja? Wie alt sind Sie, Herr Steinfeger? Weil ich denke, dass Sie 18 Jahre alt sind. Ist ja nett. Okay, und wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ja, dürfen Sie nicht fragen. Wieso denn? Weil ich das nicht am Telefon beantworte. Ah, Sie sind 18 Jahre alt. Ich merke das. Sie sind sehr jung. Dankeschön, das ist nicht ein Kompliment, aber Sie sind 18 Jahre alt. Ich finde, das ist ein Kompliment. Ja, natürlich, ist ein bisschen, wenn Sie mehr alt sind. Herr Schaum, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Herr Steinfeger, nicht Herr Schaum. Okay, Herr Steinfeger, wieso sagen Sie mir das? Ich weiß das schon. Ich habe mit Ihnen 10 Minuten gesprochen. Und ich darf Ihnen Herr Schaum zu rufen. Okay? Nee. Ja, okay. Sie sind als eine Lehrer. Ich würde nicht eine Lehrer zu haben. Okay? Ja, das glaube ich, dass du noch keine Ausbildung hattest, richtig. Ja, ich habe das gemacht, weil ich lebe nur seit 3 Jahren in Deutschland. Es ist sehr schwierig, eine fremde Sprache zu lernen, okay? Mhm. Ist nicht die gleiche, wenn Sie haben in Deutschland geboren. Okay, Herr Schaum, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Das Tschüss. Herr Steinfeger, nicht Herr Schaum. Ja, ich rufe Ihnen, wie ich will. Tschüss. Nee, eigentlich nicht. Das verbiete ich Ihnen. Ganz schön unfreundlich und Sie wollen sich als seriös verkaufen? Sie können ja nichts anderes als eine Betrügerin sein. Wir können Freunde zu sein, wieso nicht? Nee. Sie werden nicht mit Betrügern befreundet sein. Zu sein? Sie werden nicht mit mir Freunde zu sein? Ja, ich will nicht mit Betrügern befreundet sein. Ich bin ein Betrüger. Wer hat das gesagt, Herr Ja, Schaum? So wie Sie sich benehmen, das passt auf jeden Fall auf die ganzen Abzocker. Aha, ja, das stimmt. Ja, ich bin. Genau. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend, Herr Schaum. Okay, danke schön. Herr Steinfeger, und das wünsche ich Ihnen nicht. Tschüss. Wunderschönen guten Tag, Grüß Gott, Herr Steiner, Nina Gross ist hier. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Das freut mich wunderbar. Also, ich melde mich bezüglich wegen Ihrer Verdächtige ein paar Transaktionen, was die Finanzmarkt getätigt haben, ja? Und oh nein. Ich nehme. Bitte? Oh nein. Was meinen Sie? Was ist denn da verdächtig? Ach so, Herr Steiner, Sie haben mit illegalen Firmen zusammengehandelt, leider. Das klingt ja schlimm. Bitte, was meinen Sie? Das klingt ja schlimm. Ja, also machen Sie jetzt Witz oder, also Herr Steiner, ich melde mich von FCI, Finanzaufsichtsbehörde, ja? Ich möchte Ihnen dabei helfen, Ihre verlorenen Kryptos zu herstellen und können Sie dann in Euros umtauschen. Dann bekommen Sie auch echtes Geld, okay? Ja. Aber
Ja, und sie wird dann nach dem unserer Gespräch offizielle E-Mail-Bestätigung von unserer Rechtsabteilung bekommen, ja? Mhm. Aber bevor wir fortfahren, bevor sie offizielle E-Mail bekommen, ich habe ein paar Fragen bei Ihnen, das macht Ihnen Sinn, ja? Also, Herr Steiner, wir haben ein paar Transaktionen unter Ihrem Namen gefunden, ja? Und ich möchte ganz genau von Ihnen wissen, wie viel Geld wir eingezahlt haben. Vielleicht erinnern Sie das, ja? Aber haben Sie, also Sie haben vielleicht Kontoauszug oder auf dem Computer gespeichert, wie viel Geld Sie eingezahlt haben, oder? Ja, das habe ich noch im Kopf. Bitte? Das habe ich noch im Kopf. Ach so, das ist sehr gut, aber vielleicht haben Sie auch etwas zum Beweisen, ja? Also ich meine, Dokumente, als Dokumente brauchen wir auch schriftlich zu bekommen. Natürlich, Sie haben im Kopf, das freut mich, aber wir brauchen auch Dokumente schon zu bekommen von Ihnen, ja? Verstehen Sie? Ja, und also sagen Sie mir zuerst, bevor Sie Dokumente uns geschickt haben, wie viel Geld Sie eingezahlt haben. Bei mir zeigt über 4.000, aber es kann sein, diese 4.000 ist mit Gewinne zusammen. Oder haben Sie 4.000 Euro eingezahlt? Nee, 7.893,27. So. Also ich notiere das, mein System, über 7.000, ja, ungefähr haben Sie eingezahlt. Und ist das dieses Jahr oder letztes Jahr passiert? Das ist alles dieses und letztes und vorletztes ungefähr. Und vorvorletztes und das Jahr davor passiert. Also letzte 3 Jahre, ja, haben Sie 7.000 Euro eingezahlt? Nee, 5. Mhm. Okay, ich verstehe. Und Zahlungsnachweis haben Sie nicht? Doch. Ja, okay. Und womit haben Sie Geld eingezahlt? Mit Kreditkarte oder mit Online-Banking? Nee, das hatte ich mit meinem Zauberstab gemacht. Entschuldigung, womit haben Sie gesagt? Mit meinem Zauberstab. Womit bitte? Entschuldigung, können Sie eindeutig sagen? Ja, mit meinem Zauberstab. Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Warum nicht? Können Sie ein anderes Wort sagen? Also, Zahlungsmethode. Ja, so einen Moment, Herr Steiner. Sie haben mit Kreditkarte eingezahlt. Mit Visa und Mastercard, mit Online-Banking oder mit Schäfer-Überweisung oder womit haben Sie? Oder ja, genau, mit PayPal, womit benutzt. Haben Sie dieses Geld? Alles benutzt. Okay, und ja, okay. Also Herr Steiner, wir müssen auch Ihre E-Mail-Adresse überprüfen. Bei mir steht Gerold.Steiner, also Ihr Vorname, Nachname. Dann kommt mdcc. Fan.de, ist das korrekt oder ist das ungültig? Ja. Also nach dem Ad, weil das solche E-Mail habe ich noch nicht gesehen. Also nach dem Ad kommt mdccfan.de oder kommt anderes Wort? De. Nein, Herr Steiner, also nach dem Gerold Steiner, nach dem Ad kommt de. Oder, also bei mir steht, ich buchstabiere, nach dem Ad bei mir steht M wie Martha, D wie Dora, zweimal die Cäsar, F wie Felix, U wie Ulrich, N wie Nordpol, mdccfan.de. Ist das korrekt? Weil solche E-Mail habe ich noch nicht gesehen. Ja, ist korrekt. Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Ist das korrekt? Okay, okay. Dann also, Sie würden E-Mail bekommen von fca@prorefunding.org, ja? Und bei mir steht, Sie haben bei der Firma Glofix gehandelt. Haben Sie nur mit dieser Firma oder auch mit mehreren Firmen haben Sie gearbeitet? Nee, oder nur Glofix? Ich weiß noch damals sogar, bei wem ich eingezahlt habe. Das war die Gabi Winter. Ja. Bitte? Das war die Gabi Winter, wo ich eingezahlt habe. Nein, ich meine Firmaname. Gabi Winter ist eine Person. Firmaname, erinnern Sie das? Nee, ich erinnere mich nur an die Gabi Winter. Ja, aber Gabi Winter ist Name von einer Person. Ich meine Firmaname. Erinnern Sie Firmaname, wo Sie Geld eingezahlt haben, Herr Steiner? Nee. Nein. Okay, aber Sie können uns Zahlungsnachweis schicken. Haben Sie etwas zum Schriftlich? Ja, haben Sie etwas zu beweisen, wo Sie Geld verloren haben? Ich habe mir immer alles von der Gabi Winter zuschicken lassen. Also Entschuldigung, dass ich das sage, Herr Steiner, aber Gabi Winter ist ein Betrüger, ja, Sie wissen das auch. Deshalb haben Sie das Geld nicht mehr gesehen. Sie haben mit illegalen Firmen zusammengearbeitet, ja, und Sie sind mit Betrugsplattformen hereingefallen. Deshalb haben Sie Ihre Investitionen und Ihr Geld gefunden, Herr Steiner. Also seien Sie ehrlich bitte mit mir. Machen Sie jetzt Witz oder sprechen Sie seriös mit so eine Stimme und Ihre Stimme gefällt mir nicht. Ihre Stimmung gefällt mir nicht.
Sprechen Sie seriös? Weiß ich nicht. Sprechen Sie seriös mit mir oder machen Sie Witz? Wieso? Weiß ich Wollen nicht, Sie mich weil. Verarschen? Nein, natürlich das geht nicht. Geht gar nicht weg. Nee. Einen Moment, Herr Steiner, ja, also meine fast, Arbeit, fast einen Ihnen Moment, geglaubt, ich, Gott einen sei Dank Moment. Ist das ich verstehe, ich verstehe, dass Dann ich viele negative Erfahrungen gesammelt habe, warum denken Sie, dass alle Frauen versucht, Sie zu verarschen, warum, denken Sie das? Reden doch die ganze Zeit von Witze, also verarschen Sie doch mich gerade die ganze Zeit. Ja, hallo. Guten Tag, Herr Habeck. Ja. Mein Name ist Tim Bello. Herr Roberto Habeck. Ich habe Ihre E-Mail und Telefonnummer bekommen. Hier steht, dass Sie Interesse an Onlinehandel haben. Ach, wo haben Sie denn die Daten herbekommen? Sie haben sich selber bei uns registriert. Bei Crypto.com Backfro. Aha. Und von da haben Sie die Daten bekommen? Ja. Sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Und wer hat die Registrierung gemacht, Herr Habeck? Was? Haben Sie selber die Registrierung gemacht? Nein. Welcher Idiot hat das gemacht? Weiß ich nicht. Hey, komisch. Ein Idiot hat Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Aha. Und hat Ihre Daten bei uns so geschrieben. Aha. Und Sie überprüfen das gar nicht, wer das da eingibt. Ich kann das leider nicht sehen, deshalb rufe ich Sie an. Aha. Aber da gibt es doch die Möglichkeit mit einem Double Opt-in. Dass man sich vor genau sowas schützen kann. Wie schützen, meine Sie? Wenn Sie zum Beispiel auf eine Webseite Ihre Daten schreiben, ne? Woher kann das nicht wissen? Nein, doch. Nee. Hier steht Robert Habeck und das Telefonnummer. Ja, und ich habe Sie angerufen, um zu wissen, ob es Robert Habeck ist. Ja, und was darf man doch Robert nicht? Habeck ist, das darf man nicht. Nee, das ist verboten in Deutschland. Doch, darf ich. Wo steht nee. Das? Wo steht das, dass ich Sie nicht, dass ich Sie nicht anrufen darf? Das steht im Datenschutzgesetz. Sie brauchen, ja. Sie brauchen zum Anrufen ein Double Opt-in. Und das haben Sie ja nicht. Habe ich doch. Nee. Ja, doch. Nee. Dann, wie? Schauen Sie mal, Sie haben sich auf unserer Webseite registriert. Nee. Das heißt, ich hab's. Wie, ne? Da habe ich doch gesagt mehrmals. Habe ich nicht? Dann wer hat das gemacht? Ja, weiß ich doch nicht. Wie wissen Sie nicht? Ja, jemand hat Ihre wissen. E-Mail-Adresse. Jemand aber, hat Ihre E-Mail-Adresse. Ja, aber da und Ihre Telefonnummer. Da das heißt, dass Sie Ihre Daten überall schreiben. Schauen Sie mal, das heißt, dass Sie Ihre Daten überall schreiben. Ne? Sie fallen den Leuten gerne ins Wort und lassen die anderen Menschen da nicht gerne ausreden. Ne? Kann das sein? Ja, weil Sie ja. reden nicht einfach, kann man sagen. Aha. Ja, aber Sie rufen erstmal doch illegal sagen an. Sagen Sie, dass Sie Ihre Daten nirgendwo geschrieben hat. Das ja, heißt, richtig. Keiner hat Ihre Daten. Aber jemand hat Ihre Daten bei uns registriert. Ja, aber das müssen, ist doch Sie, doch unlogisch. Das müssen Sie doch aber vorher überprüfen. Wie? Das ist unlogisch, warum Sie einfach ohne Überprüfung Wie? Anrufen. Wie kann man das überprüfen? Ja, geben Sie mir einfach eine Seite einem, oder ja, was? Dann hören Sie doch zu, dann kann ich es Ihnen doch erklären. Mit einem Double Opt-in kann man das überprüfen. Wie haben Sie? Okay, schauen Sie mal. Dann googeln Sie doch einfach mal nach Double Opt-in. Herr Habeck, ich kann mich bei Amazon sogar registrieren. Mit falschen Daten. Ja, ist aber verboten. Ich kann sogar mit Ihren Daten da bei Amazon ja, registrieren. Ist aber verboten. Wie? Amazon? Nee, wenn Sie sich mit meinen Daten bei Amazon registrieren, das ist verboten. Das ist, aber man kann das machen, ne? Ja, ist ja trotzdem verboten. Gut, und wie kann man das überprüfen? Mit einem Double Opt-in. Aber bei der Amazon-Registration ist es ja auch was anderes. Es geht ja um das Telefongespräch. Das müssen Sie mit einem Double doch, Opt-in prüfen. Doch. Doch. Ja, genau, richtig. Ein Mitarbeiter von Amazon kann Sie anrufen und fragen, ob Sie das sind oder ob Sie die Bestellung gemacht haben. Man nee. Kann sogar mit an. Das doch, die man ja nicht. Kann. Doch, machen. Nee. Glauben Sie nee. Mehr machen. Nee, das macht Amazon Glauben nicht. Glauben Sie mehr Nein. machen. Das schauen macht Sie Amazon mal. Nicht, nein. Es gibt viele Kunden, Sie können das, das im Google sehen. Das ist aber auch ja, falsch. Sie machen Sie Kaltakquise. Das? Bei Amazon geht es ja darum, wenn das? Sie mir gerade erklären, dass es um eine Bestellung geht. Und bei Rückfragen um eine Bestellung darf man natürlich anrufen. Bei einer Kaltakquise okay. nicht. Schauen Sie mal. Sie bekommen eine Rechnung von Amazon. Aber Sie verstehen nicht so richtig Deutsch, ne? Ich habe es Ihnen ja gerade schon erklärt. Ich habe das schon verstanden. Nee, scheinbar ja nicht. Schauen Sie mal. Jetzt wieder das Gleiche. Wo wissen Sie? Welche Deutschkenntnisse ich habe?
Ja, welche Wörter ich verstehe, hört man ja. Welche Wörter ich verstehe und welche Wörter nicht. Das merkt man ja an der Intelligenz, dass die nicht vorhanden ist. Was ist Intelligenz? Ja, schaut genau. Mal, sie wissen nicht, welche Wörter ich verstehe und welche nicht. Vorher wissen, was ich verstehe oder was nicht. Das merkt man doch. Na klar, ich verstehe nicht alles. Ich verstehe nicht alles. Ja, und warum rufen Sie dann an? Aber ich verstehe etwas. Wir reden seit 5 Minuten. Wenn ich kein Deutsch verstehe, dann wäre ich... Schauen Sie mal, aber wir reden seit 5 Minuten. Nee, 4:50. Wenn ich kein Deutsch kann. Nochmal? 4:57, nicht 5 Minuten. 5 Minuten. Ja, jetzt, ja. Nicht ja, sehen Sie, das sehen Sie, das sehen Sie. Ja, aber Sie können ja trotzdem kein vernünftiges Deutsch. Ja, ist egal. Hauptsache, nee, verstehen wir einander. Nee, das ist nicht egal. Schau mal, wir verstehen einander. Ja, nö, eigentlich nicht, weil du verstehst doch ja nichts. Doch, nee. Doch, nee. Sie sagen, dass man die Daten überprüfen kann, ne? Ja, kann man ja auch. Kann man nicht. Doch. Glauben Sie mir. Natürlich, mit einem Double Opt-in. Ja, mit einem Double Opt-in kann man sie überprüfen. Das heißt, Ihre Daten steht im Internet irgendwo und man kann das alles überprüfen. Ja, Sie müssten das überprüfen, bevor Sie anrufen. Ich habe angerufen, um das zu überprüfen. Nee, das ist ja verboten. Doch. Nein. Nein, ist nicht Nein. Ist gar nichts verboten, glauben Doch. Sie mir. Doch, das ist gar nichts verboten. Doch. Nein. Datenschutzgrundverordnung. Zeigen Sie mir, ja, dann das Gesetz, wo steht, dass es verboten ist. Nein, es ist nicht verboten. Doch. Sie haben sich selber registriert. In der Datenschutzgrundverordnung Kaltakquise machst du hier. Das ist verboten. Aber schauen Sie beweisen, dass Sie Rechnung nicht gemacht haben. Ja, das musst du beweisen mit einem Double Opt-in. Nein, beweisen Sie selber, dass Sie die Registrierung nicht gemacht haben. Du musst das beweisen. Sehen Sie, Sie können das nicht machen, weil Sie die Rechnung selber gemacht haben. Nein, habe ich nicht. Sie können sogar lügen. Sie müssen lügen, nee, aber Sie können. Sie lügen doch. Ich lüge nicht. Sei mir gesagt, Robert Habeck von diesem Telefon. Ist egal, ob ich Deutsch kann oder nicht. Ja. Aber ich bin nicht so dumm wie Sie. Nee, dumm bist du, weil du kannst kein Deutsch. Ist egal, ob ich Deutsch kann oder ich Deutsch bin. Scheißegal. Du kannst ja nicht mal die Gesetze. Und du arbeitest mit einem Callcenter, da musst du doch die Gesetze wissen. Du bist kriminell. Welche Gesetze? Wenn ein Idiot dich irgendwo registriert, dann sag ich, dass ich diese Registrierung nicht gemacht habe. Dann darf man da nicht einfach anrufen. Darf? Nein. Ja, ich will mich überprüfen, ob Nein. wir einen Kunden haben oder Nein. einen Idiot haben. Nein. Schauen Sie mal, Herr Rabin. Nein. Wie? Was meinst? Nein. Das ist falsch. Was meinst? Das ist falsch. Was ist falsch? Das ist falsch. Ich muss jetzt überprüfen, ob Sie darfst du gar nicht. Ein Idiot sind oder Nein. nicht. Das darfst du gar nicht. Nein. Dafür brauchst du einen Double. Warum du? Reden wir selbst per Du? Ja, du bist für mich du. Nein, warum? Ja, ist mir doch egal. Möchte ich darüber aufstellen? Wie mir egal. Mir ist es egal. Am Anfang haben Sie mit mir nicht per Du gesprochen. Ja, aber du bist ja nicht mehr wert. Also von daher kann ich darauf zuwechseln. Was? Dich kann man doch nicht ernst nehmen. Das ist doch Kindergarten, was du da veranstaltest. Warum kann er so? Wenn ich stelle einfach eine Frage. Wer hat diese scheiße Rechnung gemacht? Wir haben gesagt, keiner hat meine Daten und jemand hat die Rechnung gemacht. Wenn Ihre Daten keiner hat, dann Sie hat... Schauen Sie mal, Sie sagen, dass keiner Ihre Daten hat. Ne? Aber jemand hat die Rechnung gemacht. Ja und? Aber das musst du doch überprüfen. Wie überprüfen? Ich sehe nicht, welcher Idiot das auf diese Webseite geschrieben hat. Da muss man aber mit einem Double Opt-in prüfen. Und damit kann man prüfen, ob die Rufnummer überhaupt zu der Person gehört, die sich eingetragen hat. Also die Rufnummer kann man jederzeit ändern. Ja, es gibt SIM-Karten oder andere Telefonnummer. Sie können zum Beispiel statt Habeck HBO schreiben. Aber das hat ja damit nichts zu tun. Das hat ja damit das nichts zu tun. Sie können das auf richtige... Das hat ja nichts mit einem Double Opt-in zu tun. Doch. Google doch mal Double Opt-in. Dann weißt du doch, was ein Double Opt-in ist. Ich schaue nicht, weil wie das funktioniert. Ich habe schon gesagt, bei Amazon kann man jeder scheiße Name schreiben. Das ist falsch. Und jeder scheiße bestellen. Das ist nicht falsch. Ich kann das beweisen. Das ist komplett falsch. Sie haben Angst. Hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist, da habe ich bestellt und dann hat Amazon auch Amazon anzurufen. Amazon, hör doch mal auf, dazwischen zu labern. Schau mal, die beide sind jetzt halt Webseite. Doch mal mach doch mal deinen sinnlosen Gesichtsschlitz zu, weil da kommt doch nur Scheiße raus. Herr das, was du erklärst, ist falsch. Sie sind aber dumm, ne? Dumm bist ja du, weil du erklärst falsch. Dumm bist du. Dumm bist alle, ausschließlich du. Nein, schau mal, ich sage sie, nicht du.
Sie sind dumm. Ja, du bist Herr Robert dumm. Habeck ist dumm. Dumm bist. Schreibe genau hier, ja, dass weiß, Robert dass Habeck dumm ist. Ja, ich weiß, dass du dumm bist. Das ist aber dir keine Intelligenz vorhanden, das beweist du ja die ganze Zeit, weil du laberst ja wirklich nur Müll. Da kommt ja nur Scheiße bei raus. Wenn ich bei Amazon was bestellt habe, haben die natürlich das Recht, mich anzurufen, wenn sie eine Nachfrage haben. Aber du nicht, weil mit dir habe ich keine Geschäftsbeziehung. Also darfst du nicht einfach anrufen. Ja, du hast das Gleiche bei uns gemacht, der hat sich registriert. Nee. Warum lügst du? Warum du lügst doch. Du lügst doch. Ich lüge nicht. Doch, du bist ein Betrüger. Du bescheißt die Leute. Idiot. Steht hier ihren Telefonnummer und ihre genau. Name. Ja. Ja, du bist Idiot? Ja, die Daten habt ihr halt illegal eingekauft, ne? So ist das halt. Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Doch. Woher weißt du, dass wir das Einkauf haben? Ja, weil du ein Betrüger bist und kriminell bist. Nein, warte mal. Doch. Du hast gesagt, dass wir die Daten... Ja auch nur zu den Betrügern, weil intelligenter als du bist ja auch nicht. Schau mal, ja, Idiot. Du hast gesagt, dass wir die Daten eingekauft haben. Hm. Kannst du das beweisen? Ja, kannst du das Gegenteil beweisen? Weil dann bräuchtest du ein Double Opt-in. Kannst du beweisen, dass wir ihre Daten gekauft haben? Ja. Hast du gesehen? Die ja, wir für ihre Daten bezahlt haben. Ja, wie? Ich kann das beweisen, weil der ja, Charakter, den du da anrufst, der existiert. Nein, beweis ja. Jetzt einfach. Wie, ja. Wann und wie viel haben nee. Wir für ihre Daten bezahlt? Ich bin gar nicht in der Beweispflicht. Du musst mir beweisen, dass du bei mir anrufen darfst. Nein, und dadurch, dass weil, ich dir sage, dass du das weil, nicht darfst, kannst du es nicht beweisen. Idiot, ja, genau, du sagst unlogische Sachen einfach. Ja, du sagst unlogische Sachen, weil alles, was aus deinem Gesicht kommt, ist ja... Guten Tag. Ja. Hallo? Ist ja schöne Musik da im Hintergrund. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Schwan. Bianca Sanchez ist am Apparat. Spreche ich mit Jean Steinfeger? Ja. Okay, es freut mich, Ihnen am Apparat zu erreichen. Ich rufe Sie, mein lieber Herr, als eine Signalgeberin von Trading Academy und ich wollte gerne Ihnen die neuesten Gelegenheiten über den Finanzmarkt zu teilen. Aha. Aber sind Sie schon bekannt mit Finanzmarkt? Nee. Okay, aber ich bin mir sicher, Sie haben etwas gehört, zum Beispiel über Kryptowährungen oder Rohstoffen, Aktien, Forex und so weiter, oder? Ich habe mal gehört, aber ich habe da keine Ahnung von. Sie haben niemals etwas probiert, Sie haben nur gehört. Bin ich richtig? Mhm. Und was denken Sie, wieso haben Sie bis jetzt keine Erfahrung gemacht? Haben Sie vielleicht keine guten Informationen oder Sie haben noch nicht die richtige Personen gefunden? Was denken Sie? Na, es ist schon, weiß ich nicht, der Markt ist doch kacke. Da betrügt man Menschen und ja, was der eine gewinnt, verliert der andere, das ist doch nicht gut. Sie haben kein Vertrauen. Nee, hat ja damit nichts zu tun. Ich sage, der Markt ist ja nichts Gutes. Okay, mein lieber Herr, erstens, ich möchte Ihnen zu erzählen, das verstehen Sie mir nicht falsch, okay? Ich sage nicht, dass Sie müssen unbedingt mit uns zu arbeiten oder etwas zu machen. Alles, was ich sage, ist zu schauen, wer wir sind, was wir machen, was wir Ihnen anbieten können und wie können Sie ein passives Einkommen mit uns zu haben. Und dann am Ende, Sie werden selber entscheiden, okay, ob Sie etwas mit uns arbeiten möchte oder nicht. Okay, perfekt. Ich möchte Ihnen zu erzählen, weil Sie haben keine Erfahrung, aber im Finanzmarkt gibt es 2 Broker. Es ist sehr wichtig zu wissen, mit welchem Broker arbeiten Sie. Haben Sie etwas gehört über ETN-Broker? Über was? ETN-Broker. Nee, was ist das? Nee, ETN-Broker, mein Lieber, Herr, sind die Broker, die schon für Sie arbeiten. Zum Beispiel, wenn Sie Verluste machen, ETN-Broker macht Verluste auch. Und wenn Sie Profite machen, ETN-Broker macht Profite auch. Weil im Finanzmarkt gibt es 2 Broker, ETN-Broker und Market Makers. Market Makers sind die Broker, die schon für die Firma arbeiten, nicht für Sie. Wenn Sie Verluste machen, Sie machen keine Verluste. Und wenn Sie Profite machen, Sie machen auch Profite. Das ist der Unterschied zwischen einem ETN-Broker und einem Market Makers. Und wir arbeiten hier mit einem ETN-Broker. Wir machen nicht Geld von Ihrer Investition, sondern von Ihrer Gewinne. Ich möchte Ihnen, mein lieber Herr, auch zu erzählen, dass wir sind hier Geschäftspartner mit ainvesting.eu. Ainvesting ist die Plattform, dass wir zusammenarbeiten. Es hat schon 14 verschiedene Lizenzen in den ganzen Europa und es ist auch unter BaFin reguliert und registriert.
Und Sie wissen ja schon, dass BaFin kontrolliert und unterstützt alle die Firmen in Deutschland. Alle die Banken in Deutschland. Alles, was Sie sagen, Sie können mit Ihren eigenen Augen sehen. Weil ich rede nicht ohne Fakten, ich rede mit Fakten. Und ich wollte gerne Ihnen die Plattform bestellen. Bitte gehen Sie auf Google und wir werden zusammen die Plattform sehen. Und auch die Lizenzen, die wir haben. Okay. Sie sind in Google jetzt? Ja. Okay, was benutzen Sie, Ihre Handy? Ja. Okay, haben Sie ein iPhone oder ein Android? Ein iPhone. Ein iPhone. Okay, dann schreiben Sie in die Suchleiste ganz am oben ainvesting.eu. Oder soll ich das für Sie buchstabieren? Ich glaube, ich finde es. A, nee, find ich am nicht. Anfang, dann ainvesting.eu. Haben Sie gefunden? Noch nicht. Noch nicht. Ah, jetzt habe ich es, ja. So eine blaue Seite mit einem gelben Button. Ja, mit einer blauen Seite. Okay. Lesen Sie etwas für mich und ich weiß, ob Sie sind in die richtige Plattform oder nicht? Handeln Sie mit Finanzmärkten auf unserer innovativen Handelsplattform? Handeln Sie ja. mit Aktien, Indizien, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex über unseren CSD-Service? Handel genau. aufnehmen oder versuchen Sie es mit einem kostenlosen Demokonto, mobile Anwendungen und unsere intuitiven Multi-Asset-Handelsanwendungen ja. für iOS und Android, genießen Sie die volle Funktionalität. Freundliche genau. Navigation, Echtzeit-Charting, Warnmeldungen, Benachrichtigungen und umfangreiche Handelstools. Apple on the App Store, get it on the Google Play. Handeln Sie ja. überall und jederzeit. Erhalten Sie Zugang zu den beliebtesten okay. Märkten. Was? Sie sind in die richtige Plattform, so. Mein lieber Herr. Ja, ja, das ist die Plattform, dass wir zusammenarbeiten. Aber erstens, ich habe eine Frage für Sie. Ob ich fragen darf, wie alt sind Sie? Sie klingt sehr jung. 29. 29? Mhm. Oh, wow, Komplimente. Ihre Stimme mhm. klingt sehr jung. Ja. Und arbeiten Sie noch oder Sie sind Rentner? Mit 29? Ja. Sie, was arbeiten Sie? Was ich arbeite. Noch einmal bitte? Was ich beruflich mache, meinen Sie? Also, was sind Sie beruflich? Also, was mein Job ist. Noch einmal bitte. Hallo? Hallo? Habe nicht verstanden. Können Sie bitte nur einmal wiederholen? Ja, beruflich mache ich Kaffeesatzlesen. Okay. Hm. Und was bedeutet das genau? Na, das bedeutet, da kommen so Leute zu mir in die Bude. Da habe ich so, in der Küche habe ich so Kerzen und so. Und alles voll mit Vorhänge. Es war beim Kochen, es war alles fettig, aber naja, mein Gott. Und dann kippe ich so von der Kaffeemaschine, kippe ich dann den Kaffeesatz aus, wenn die Leute kommen, und dann erzähle ich denen was vom Pferd. Wie Kaffee und weiter? Kaffeesatzleser. Was? Kaffeesatzleser. Also Kaffeepulverleser, sozusagen. So, Sie arbeiten Kaffeesatzleser. Ja. Leser, oder? Ja. So, Sie arbeiten in einem Café oder wie? Nö, bei mir zu Hause. Okay. Mhm. Und was für ein Handy benutzen Sie? Was für ein iPhone? Hatten wir doch schon. 7 oder? Hä? Was für ein iPhone benutzen Sie? Ach so, das iPhone 13, glaube ich. Also das neueste. Sie haben iPhone 30. Okay, super. Also, mein lieber Herr, ich habe Ihnen gesagt, wir arbeiten hier mit ETM Broker. Ich habe Ihnen erklärt, dass ETM Broker sind die Broker, die schon für Sie arbeiten. Und ich habe Ihnen gesagt, dass wenn Sie Verluste machen, wir machen auch Verluste. Wenn Sie Profite machen, wir machen auch Profite. Ich möchte Ihnen zu erzählen auch, dass wir fangen an nur mit 0,06% von Ihrer Investition. Und ich möchte Ihnen jetzt
zu verbinden mit meinen Finanzexperten, weil sie hat Studium für dieses Thema gemacht und sie wird Ihnen alles Schritt für Schritt besser als ich erklären. Ich bin hier nur ein Signalgeberin. Ich gebe Ihnen nur ein paar Signale, Entschuldigung, aber mein Finanzexperten wird Ihnen alles Schritt für Schritt erklären, wie können Sie ein passives Einkommen zu haben bei uns, mit uns. Und wie können Sie Profite zu machen, Profite und Geld zu generieren mit Finanzmarkt und mit unserer, mit dieser Plattform, dass wir zusammenarbeiten. Hier, jetzt ist hier welche von meinen Finanzexperten frei ist und danach verbinde sie sofort mit meinen Finanzexperten. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sie sind ein netter Mann und ich wünsche Ihnen alle Beste. Okay? Viel Erfolg weiter. Okay, tschüss. The number is not answering. News abgebrochen, scheinbar. Warten wir mal noch, was passiert? Oh, ich würde sagen, die Anlage ist abgeschmiert. Ja, guten Tag. Ja, hallo, guten Tag, Monika. Mein Name ist Firma GBG. Molke. Guten Tag. Es geht um Ihre Bestellung. Und zwar, Sie haben auf unserer Webseite das Bestellformular für Editronaktiv ausgefüllt. Ist das richtig? Ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Entschuldigen Sie bitte. Geht schon besser? Ja, geht so. Ja. Es geht, wie gesagt, um Ihre Bestellung. Sie haben auf unserer Webseite das Bestellformular für Editronaktiv ausgefüllt. Ist das richtig? Ach ja, diese Schwanzkapseln, ja. Gut. Hier fällt Ihre Adresse, steht nur der Name, keine Info mehr. Sagen Sie bitte, ist das Ihre erste Bestellung oder sind Sie unser Stammkunde? Nee, das ist der erste Bestellung. Erste, ja, dann natürlich, Sie bekommen noch eine Garantie von unserer Firma, unserer Hotline-Nummer, E-Mail-Adresse und Beschreibung. Aber ich krieg denn da schon so einen richtig schönen harten Prügel von, ja? Bitte nochmal, entschuldigen Sie. Ich krieg da so einen richtig schönen harten Prügel von den Kapseln. Auf jeden Fall, das ist ein Naturprodukt, ja, und das Produkt braucht ein bisschen Zeit. Normalerweise ab 4., 5. Tag, Sie bekommen die erste positive Änderungen. Es wird schon spürbar, ja. Ach so, und also da kriegt man nicht gleich eine Megalatte. Also nicht jetzt und sofort, sondern das Produkt braucht ein bisschen Zeit und dann wegen dem Speichereffekt, also das heißt also ab 4., 5. Tag, Sie bekommen die erste positive Änderungen und dann Tag zu Tag, es wird stärker und stärker und normalerweise die Ergebnisse nach einer Therapie bleiben so circa bis 3 Jahre. Es bleibt so. Bis Ach, 3 Jahre. Muss ich doch bloß eben so eine Kapsel fressen und dann habe ich 3 Jahre lang eine Latte. Genau, es bleibt so. Die Ergebnisse bleiben so. Sonst, natürlich, wir empfehlen das Produkt auch therapiemäßig einnehmen. Es gibt kleine Therapie und stärkere Therapie. Kleinere Variante dauert 5 Wochen. Mit dieser Therapie, Sie bekommen circa plus 20 bis 30 Minuten Zeit, volle Erektion. Und der Geschlechtsorgan wird härter und voller beim Geschlechtsverkehr, also vergrößert sich bis plus 3 cm in Länge. Also Umfang ist gleich, circa 1,5 bis 2 cm. Und zweite Variante, das ist stärkere Variante, 2-Monat-Therapie. Mit dieser Therapie, Sie bekommen maximale Ergebnisse, wie in Werbung steht. Das heißt, falls Sie zum Beispiel wie in Werbung haben möchten, Sie sollen das Produkt 2 Monate einnehmen. Ja, und dann, dieses Effekt bleibt so circa bis 3 Jahre. Ja, dann nehme ich das aus der Werbung. Dann sonst eine Packung enthält 30 Kapseln und eine Packung reicht für 10 Tage. Die große Therapie besteht aber aus 7 Packungen. Sie sollen für die 4 bezahlen. Noch 3 Packungen bekommen Sie gratis, kostenlos. Okay. Und Versand- und Nachnahmegebühren bezahlen wir. Ja? Das heißt, insgesamt, Sie bekommen 7 Packungen, Sie sollen nur für die 4 bezahlen, das macht 190 Euro. Ist das in Ordnung? Ja, kann ich das auch zweimal haben? Zwei Therapieprogramme, meinen Sie? Ja. Also zweimal, also 7, ja, meinen Sie? Oder 14, Entschuldigung. Na, zweimal das Angebot mit den 3 gratis. Einen Moment bitte, ich schaue mal jetzt nochmal nach. So,
wie gesagt, 7 Packungen, das macht 190. Und 14 Packungen, so, das macht einen Moment, bitte. Das ist so. Also, ich schaue mal jetzt nochmal nach, ob ich ein kleines Angebot machen kann. Ja, einen Moment, bitte. So, das macht 2 mal 190, das macht 380. Mit Angebot, also mit Rabatt, das macht 360. Ja. Ja, gut. Dann nehmen wir das. Also Sie bekommen 14 Packungen, das macht 360 Euro und das war's. Sonst, wie gesagt, Versandnachnahmegebühren auch bezahlen wir, das macht unsere Firma. Und das Paket kommt, wie gesagt, entweder in dieser Woche am Freitag oder in nächster Woche am Montag. Und sagen Sie bitte, möchten Sie nach der Lieferung bezahlen oder per Vorkasse? Ich bezahle nach der Lieferung. Ja, gerne. Sonst, es kommt, wie gesagt, mit UPS-Lieferdienst, der Kurier kommt da dreimal vorbei und Sie bekommen noch diesen Abholschein von UPS, ja? Auf hinterer Seite steht noch Telefonnummer von UPS, falls etwas schief ist, Sie können direkt UPS anrufen und entweder einen Termin machen oder nachfragen, wo Sie das Paket selber auch abholen können, ja? Gut, dann also den Namen haben wir und ich brauche nur die Adresse. Können Sie bitte erst die Postleitzahl sagen? 12055. So, einen Moment bitte, das ist Berlin, oder? Mhm. Ja, gut, sehr gut. Also wir sind hier in Cottbus, deswegen Lieferung dauert nicht lange. Ich hoffe, wir schaffen das bis Freitag schon sicher. Und die Straße bitte? Ist die Braunschweiger Straße 77. So, Braunschweiger Straße und die Hausnummer 2 mal die 7, ja? Ist das ja, richtig? Genau. Ja, gut. Sagen Sie bitte, soll ich noch extra A, B, C sowas schreiben oder nur 77? Das reicht. Nee, nur 77. Ja, das reicht. Gut, vielen Dank. Gut, wie gesagt, dann Sie bekommen 14 Packungen, das macht 360 Euro und das war's, ja? Es kommt nicht dazu. Sonst sagen Sie, auf jeden Fall, wie gesagt, Beschreibung, alles, das bekommen Sie auch. Hauptsache, Sie sollen das Produkt intensiver nehmen, jeden Tag 3 Kapseln pro Tag, wie in der Beschreibung steht. Und aber bitte nicht mehr als 3 Kapseln pro Tag. Mehr als 3 Kapseln ist ein bisschen zu viel für den Körper. Ach so, dann platzt mein Schwanz, dann wird er zu groß. Nein, also ist ein bisschen zu viel. Also Sie bekommen zu viel Energie sozusagen, ja? Ich bekomme dann zu viel Energie. Genau, deswegen, wir empfehlen nur 3 Kapseln. Nicht, dass wir da zu viel Tinte auf dem Füller nachher haben. Nein. Also Sie bekommen zu viel Energie, deswegen wir empfehlen nur, wie gesagt, 3 Kapseln pro Tag und das war's. Sonst bitte, falls Sie was sagen möchten, lieber ruhig melden Sie sich bei uns, ja? Alles klar. Gut. Dann sonst, sagen Sie bitte, haben Sie vielleicht noch Fragen? Nee. Momentan. Wenn das jetzt kommt, dann freue ich mich darauf. Ja, dann sonst, wie gesagt, also Sie können uns ruhig auch anrufen. Ja, unter dieser Telefonnummer, wir sind auch erreichbar. Ja, dann falls Sie keine Fragen haben, ich bedanke mich. Ja, und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja? Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir haben tschüss. Das Hörspiel ist nun leider zu Ende. Wenn du magst, kannst du aber gerne noch auf Social Media vorbeischauen. Auf Facebook, Instagram, TikTok und Twitter findest du noch jede Menge weitere Inhalte mit kurzen Videos und Erinnerungen, wann hier die nächsten Videos verfügbar sind. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.